So, hallo. In diesem Video zu Membranen und Phänomene geht es zunächst um den Aufbau von Membranen. In der Natur sind Membranen Strukturen, die Zellen oder auch Organellen umschließen und eine Grenzschicht darstellen. Membranen müssen dazu wichtige Eigenschaften erfüllen. Sie müssen einmal flexibel sein, sie müssen aber auch selektiv Stoffe durchlassen. Einmal die Stoffe durchlassen, die die Zelle braucht, aber sie müssen auch verhindern, dass Stoffe hindurchgelangen, die die Zelle nicht braucht oder sie die Zelle sogar schädigt. Und ich möchte euch zeigen, wie Membranen aufgebaut sind und wie sie auf jeden Fall ganz grundsätzlich diesen Eigenschaften oder Bedürfnissen dann nachkommen. Untersucht man also Zellmembranen, so findet man grundsätzlich zwei verschiedene Bausteine, nämlich einmal die sogenannten Phospholipide, und auf der anderen Seite findet man die Proteine als Bausteine. So, zunächst erstmal zu den Phospholipiden. Wie sind die aufgebaut? Die besitzen, ja, im Prinzip bestehen die aus Fettmolekülen, an denen noch ein phosphathaltiger Kopf angelagert wird. Und man kann sich das so vorstellen wie dieses Zeichen hier. Wir haben hier so einen phosphathaltigen Kopf und hier so Fettsäureketten, die nach unten herunterhängen. Die Eigenschaft dieser Phospholipide ist sehr zentral und wichtig für die Funktion einer Membran, nämlich der Kopf ist hydrophil. Deswegen habe ich ihn blau gezeichnet und hydrophil heißt, ja, hydro heißt Wasser, phil, phili, heißt Liebe, Wasser liebend, Wasser anziehend, Wasser mögend beispielsweise. Der Schwanzbereich hier hinten aus Fettsäure bestehend ist wasserabweisend und das wird dann als hydrophob bezeichnet. Hydro wieder Wasser. Und Phobie, eine Angst, ne? Wasserangst, könnte man vielleicht auch sagen, wasserängstlich, wasserabweisend. Das ist der Aufbau von Phospholipiden. Und Proteine, nehme ich jetzt mal erstmal orange für, sind sehr große Makromoleküle. Ja, wesentlich größer können die sein als Lipide, aus sehr vielen Aminosäuren aufgebaut und können sehr unterschiedliche Eigenschaften haben und Aufgaben übernehmen. So, wenn wir uns jetzt eine Membran einmal anschauen, oder vielleicht noch einen Schritt davor, wenn wir uns vergegenwärtigen, sowohl in einer Zelle befindet sich eine wässrige Lösung als auch außen drumherum. Wenn wir mal zum Beispiel Blut Zellen, rote Blutkörperchen, die schwimmen im Blut, das ist eine wässrige Lösung, aber auch in den Zellen befindet sich Wasser. Und nun kommt die wunderbare Eigenschaft der Phospholipide hier zum Tragen. Die Köpfchen der Phospholipide, die weisen zum Wasser hin, also zum Beispiel nach außen. Und die Schwänzchen zeigen vom Wasser weg. Naja, die sind ja auch wasserabstoßend. Jeder, der mal eine Öl in Wasser gegossen hat, hat gesehen, dass das Öl sich nicht mit dem Wasser vermischt und es dann oben schwimmt. Wenn jetzt aber diese Fettschwänzchen einfach so nach innen ragen würden, ich habe ja gesagt, auch im Inneren, vielleicht machen wir das erstmal noch deutlich, dass hier also außen ist und hier außen befindet sich Wasser. Aber wenn hier innen ist, dann befindet sich hier auch Wasser, wie ich vorhin gesagt habe. Das heißt, das reicht als Anordnung noch nicht aus. Aber wenn man jetzt eine Schicht aus zwei solchen Phospholipiden quasi so spiegelbildlich anordnet, ja, dann ragen die Wasserköpfchen jeweils zum Wasser. Und hier die Schwänzchen, die zeigen nach innen, kommen mit Wasser nicht in Berührung. Und das würde jetzt hier in diese Richtung immer weitergehen. Die Proteine sind nun in diese Membran zum Teil eingelagert. Das kann so aussehen, dass sie
in der Membran drin stecken. Hier wird die Membran noch weitergeführt. So. Und können nun Aufgaben übernehmen. Ja, vielleicht irgendwelche Stoffe von außen nach innen durchschleusen, in diesem Fall, ne, weil dieses Protein ja ganz durchlässig ist. wieso hält dieses Protein hier in der Membran und fällt nicht einfach raus? Da sind keine Druckknöpfe dran oder so oder andere Befestigungen, sondern das Protein ist hier im inneren Bereich, so, deute ich mal einfach an, auch hydrophob, also wasserabstoßend. Wohingegen es hier außen so gebaut ist, so, dass es wasseranziehend ist. Und dadurch hält es automatisch genau in dieser Membran. Sobald ich also das Protein hier rausschieben würde, würden die gelben, also die hydrophoben Teile, hier mit Wasser in Berührung kommen und vom Wasser sofort wieder zurückgeschoben. Auch wenn ich jetzt das Protein nach innen schieben würde, wird das Gleiche passieren. Aber nicht alle Proteine sind, Proteine ragen durch die ganze Membran durch. Es gibt auch solche, die so halb in die Membran eingebaut sind. Das will ich jetzt mal hier gerade zeichnen. Also die könnten hier so halb eingebaut sein. Und auch da kann man sich wieder verständlich machen, ja, wenn die hier an diesen Bereichen quasi fettliebend gebaut sind und in diesen Bereichen wasserliebend, dann halten sie auch wieder automatisch fest. Was können solche Proteine übernehmen? Solche Proteine können vielleicht auch noch irgendwelche Strukturen, Rezeptoren beinhalten. Und wenn wir jetzt schon bei roten Blutkörperchen sind, dann könnten das zum Beispiel so Oberflächenmoleküle sein, die jetzt die Blutgruppe festlegen. Die also sagen, hier, ich bin Blutgruppe A. Oder B, oder AB, oder wie auch immer. Und die müssen ja nicht nach innen ragen, denn dort innen interessiert es keinen. Die Blutgruppe oder die Information über die Blutgruppe ist wichtig, dass sie nach außen gezeigt wird, sodass das Immunsystem erkennt, aha, das Blutkörperchen gehört dazu oder eben nicht. Es gibt noch eine dritte Art von Proteinen. Dazu muss ich hier nochmal die Membran ein bisschen verlängern. Und zwar solche, die nur aufgelagert sind, die also noch nicht mal so zur Hälfte in der Membran drinstecken, sondern einfach nur da oben drauf liegen. Und wie gesagt, weder ganz durchragen noch halb reinragen, sondern nur angelagert sind. Und dann dort Aufgaben übernehmen. Jetzt nehme ich nochmal eine Farbe, um diese verschiedenen Formationen oder Anlagerungszustände von Proteinen zu benennen, denn man nennt beispielsweise diesen Typ von Proteinen integrale Proteine, oder das wäre dann ein integrales Protein, weil es hier in die Membran integriert ist, durchreicht. Dieses Protein, könntet ihr jetzt sagen, ist so auch integriert, aber nur so halb. Und dann spricht man hier zur Abgrenzung von halb integralen Proteinen. Halb integrales Protein. Und das letzte, das ist nur angelagert, das ist peripher. Peripheres. Ein peripheres Protein kann unter Umständen auch sehr einfach wieder abfallen. So, das wäre grundsätzlich der Aufbau so einer Membran. Hinzuzufügen ist jetzt noch eine dynamische Vorstellung. Das hier ist jetzt sehr ein statisches Bild. Es herrscht aber allgemein folgendes Modell aktuell vor, das sogenannte Fluid-Mosaik-Modell. Und vor allem der erste Bestandteil dieses
Modellnamens, Fluid, sagt ja irgendwas Flüssiges, Flüssiges, Bewegliches. Diese Membran ist also nicht starr wie eine Wand, sondern beweglich, wie vielleicht eine Seifenblase. Ja, so wenn man die vorsichtig berührt oder anpustet, dann dellt die sich ein und formt sich wieder zurück. Ist also flexibel. Und das ist die Vorstellung, die man von so einer Membran hat. Die Proteine sind hier wie Mosaiksteinchen in die Doppellipidschicht eingelassen und können sich da drin sogar frei bewegen. Die können da drin herumschwimmen, sind also nicht an Ort und Stelle fixiert, sondern wie gesagt beweglich. Und das verleiht der Membran eine gewisse Flexibilität, sodass sie auch nicht so schnell kaputt geht. Gut, damit möchte ich jetzt erstmal aufhören. So stellt man sich grundsätzlich eine Membran vor, und ich hoffe, diese Vorstellung hilft euch zunächst erstmal weiter.